Herzlich willkommen heute zum Video 3 Schritte, um erfolgreich selbstständig zu werden. Heute werden wir gemeinsam mit meinem Gast Christoph Schwinghammer den Fokus auf Marketing richten. Lieber Christoph, du bist Geschäftsführer der 360 Karat Marketing Agentur und hast heute für unsere Zuschauer eine Reihe von Informationen mitgebracht. Und meine erste Frage gleich an dich ist, was ist deiner Meinung nach die größte Herausforderung im Marketing? Schau mal, du hast einen Blog, den du machen kannst. Du kannst einen Buchfunnel nehmen, du kannst einen Webinar-Funnel nehmen oder du kannst am besten Facebook-Ads nehmen, das ist richtig gut für dein Unternehmen. Oder du machst einfach Google-Ads, du machst Display-Werbung, du machst alles, was es gibt und am Ende machst du nichts richtig. Und das ist genau die größte Herausforderung. Es gibt so viele verschiedene Taktiken, Möglichkeiten, die du hast, aber die richtige zu finden ist sehr, sehr schwer. Und dann gibt es dieses Shiny Object Syndrom, das bedeutet, du machst irgendwas, da gibt es was Neues, das will ich unbedingt machen und dann gehst du wieder weg davon, weil du das einfach nur oberflächlich machst. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du noch Clubhouse, die eine Social Media Plattform und jetzt ist sie verschwunden. Jeder hat sich draufgestürzt, jetzt ist sie verschwunden und genau diese Gefahr besteht auch bei dir im Marketing. Das heißt, was ich raushöre, ist so kontinuierliches, konstruktives Arbeiten ist da eher zielführend, als ständig zu wechseln, wo gerade, sag mal, die Masse und die Trends hinführen. Richtig, einfach seinen Fokus zu haben aufs Wesentliche. Und da hat sich zwar einiges verändert im Marketing, es ist alles online geworden, mehr online, aber das Fundament, der Grundsatz bleibt gleich. Jetzt hat sich ja tatsächlich in den letzten 20 Jahren eine Menge verändert. Also wenn ich überlege, vor 25 Jahren habe ich meine erste Selbstständigkeit noch gemacht. Da gab es noch Fax, da hatten noch nicht mal Kunden E-Mails, da gab es noch ein Telefon, da hatten die wenigsten Handys. Smartphone und iPhone kannten wir noch gar nicht. Was hat sich denn deiner Meinung nach in den letzten 10, 20 Jahren nicht nur technisch, sondern auch im Marketing geändert? Der große Unterschied ist der, dass der Fokus mehr auf den Interessenten bzw. auf den Kunden liegt als damals. Das bedeutet, wir müssen es schaffen, dass der Köder dem Fisch schmeckt. Und das bedeutet, dass wir für den Zielmarkt diesen Begriff relevant sein müssen. Und das heißt, diese Relevanz besteht darin, dass der Köder schmackhaft wird. Und das heißt, am Ende müssen wir den Zielkunden verstehen. Was sind seine Wünsche? Und wie können wir seine Wünsche befriedigen? Was sind seine Ängste? Wie können wir diese Ängste aus der Welt schaffen? Und das ist ein Thema, das enorm wichtig ist, weil wenn du dann am Ende einen Köder rausschmeißt, der überhaupt nicht schmeckt, dann gibt es keine Fische, die anbeißen wollen. Und das ist ja auch der große technische Vorteil, so wie ich es verstanden habe, dass früher ein Werbebanner, ein Poster, ein Plakat veröffentlicht wurde, aber man wusste jetzt nicht genau, wie viele von den Passanten haben raufgeguckt und dann noch gekauft. Das ist heute ja technisch anders. Heute kann man das ja alles messen, wie viele Leute sehen das, wie viele klicken drauf, wie viel konvertieren und kaufen. Und was würdest du denn einfach sagen, wo es hingeht im Marketing, was die Gründer oder diejenigen, die schon selbstständig sind oder sich machen wollen, was die beachten sollten, wenn sie ihr Marketingkonzept gerade auch auf die Online-Veränderungen besser ausrichten wollen? Wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, Herr Schwinghammer, ich möchte eine neue Webseite, dann sage ich, klar, kann ich machen. Nächste Frage ist dann aber, soll die erfolgreich sein oder soll sie nicht erfolgreich sein? Und natürlich ist die Antwort, klar, soll erfolgreich sein. Dafür muss natürlich dann aber die ganze Relevanz stimmen. Der Markt muss stimmen für die Seite. Die Relevanz muss stimmen, der Markt muss einfach für die Seite auch da sein. Das bedeutet, meine Empfehlung ist es, wirklich ganz am Anfang am Köder zu arbeiten. Was schmeckt dem Kunden? Und darauf können wir eine Seite aufbauen und dann können wir messen, wie viele Leute kommen auf die Webseite, welche Medien können wir nutzen, um neue Interessenten auf die Seite zu bringen. Und das können wir alles sehr schön messen. Aber wie gesagt, die Zielgruppe muss stimmen, die Botschaft, die du an den Markt bringst, also was bringst du mir, diese Frage muss beantwortet werden für den Kunden. Und wenn das alles stimmt, kann man anfangen, mit der Werbung zu schalten, kann man anfangen damit, die Website genau auf den Kunden anzupassen. Und wir können es messen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann ist es so, dass ihr nicht nur den Marktauftritt und die Umsetzung anbietet als Dienstleistung, sondern schon davor den Gründern hilft, überhaupt zu analysieren, wo positioniert man sich, was sind die richtigen Keywords, wo gibt es das größte Suchvolumen, aber auch danach bei der Optimierung der Prozesse. Ist das so richtig? Ja, genau so stimmt es auch. Was mir halt wichtig ist, ist nicht nur einmalig irgendwas zu machen, das kann jeder. Für mich ist es wichtig, dass du am Anfang einen Köder hast, der dem Fisch schmeckt und dass dieser Fisch auch an deinem Haken bleibt. Und dass am Ende aus diesem Fisch eine ganze Farm wird. Das heißt, diesen ganzen Prozess begleite ich. Das geht, wie du schon gesagt hast, das geht
nicht bei der Webseite los, sondern die Webseite ist das Endprodukt von dem, was du vorher geleistet hast. Und genau da begleite ich die Unternehmen auch, wie sie die Relevanz steigern können, dass die auch eine Marktrelevanz haben, dass sie auch gefunden werden, dass sie da wirklich auch weiterkommen. Und das ist der allererste Schritt. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter, bis das Unternehmen dann erfolgreich ist. Vielen Dank, lieber Christoph, für deine Einblicke und Zusammenfassungen. Und du bist jetzt gerne eingeladen, nicht nur dieses Video zu bewerten, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke vor allen Dingen zu betätigen, sondern du findest sowohl unter dem Video im Text als auch hier im Video den Link zum Kanal von Christoph. Und der heißt wie? 360 Karat, komplexes Marketing, einfach umgesetzt. Ich freue mich auf dein Abo. Bis zum nächsten Mal.